Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um Verteiler in Outlook, also um die Frage, wie können wir mehrere E-Mail-Adressen zu einer Verteilerliste zusammenfassen, wie können wir diese Verteilerliste nutzen und wie können wir sie später ändern, beziehungsweise was passiert, wenn sich Kontakte, die in dieser Verteilerliste sind, ändern. Seit Outlook 2007 nennt sich eine Verteilerliste in Outlook leider nicht mehr Verteilerliste, so wie das im Deutschen üblich wäre, sondern sie nennt sich neue Kontaktgruppe. Das heißt, zum Anlegen klicken wir hier auf neue Kontaktgruppe. Und diese Kontaktgruppe braucht jetzt zwei Informationen, nämlich einmal einen Namen, ich nenne die mal Beispiel, und dann braucht sie Mitglieder. Und die Mitglieder kann ich hier über die Schaltfläche Mitglieder hinzufügen aufnehmen. Und zwar einmal aus dem Outlook-Kontakt, aus der Outlook-Kontaktliste. Dann nehme ich mal die drei auf, die wir hier haben, bestätige mit OK. Und dann wird hier der Name eingefügt. Genau genommen ist das das Anzeigen als aus dem Kontakt. Vielleicht erinnert ihr euch noch von dem Video, das ich dazu schon gemacht habe, wie man diesen Namen Anzeigen als steuert. Aber da kommen wir nachher auch noch mal kurz drauf. Außerdem wird hier die E-Mail-Adresse eingefügt, die dieser Kontakt im Moment hat. Außerdem kann ich Mitglieder aus dem Adressbuch hinzufügen, das heißt also zum Beispiel hier aus meiner Organisation. Und auch dort wird der Name, wie er bei Anzeigen als steht, aufgenommen und dann hier hinten die E-Mail-Adresse. Und die dritte Möglichkeit, einen Kontakt, eine E-Mail-Adresse aufzunehmen, ist eine neue E-Mail-Adresse einzugeben. Und zwar, ich nehme jetzt mal den Josef Meyer. Und dann kann ich noch entscheiden, ob ich diesen Josef Meyer jetzt zu den Kontakten hinzufügen will oder ob ich ihn nur in dieser Verteilerliste haben möchte. Ich füge ihn mal zu den Kontakten hinzu, bestätige mit OK. Und dann wird auch der mit Name und E-Mail-Adresse aufgenommen. Das heißt, mit Name und Kontakten, die ich aufnehme, wäre jetzt diese Verteilerliste fertig. Wenn ihr euch noch ein paar Notizen dazu machen wollt, damit ihr später noch wisst, wer da drin ist, warum die da drin sind, dann könnt ihr das hier noch über die Notizen machen. Und wenn ihr fertig seid, geht ihr auf Speichern und Schließen. Und damit wird die Verteilerliste angelegt. Sie ist jetzt hier etwas fett hervorgehoben, hat vorne ein leicht anderes Symbol. Und ihr seht, der Josef Meyer, der ist hier mit aufgenommen worden. Wenn ich diese Verteilerliste jetzt benutzen möchte, dann kann ich zum Beispiel eine neue Nachricht schreiben, kann über an diesen Kontakt, also diese Verteilerliste ist eine Art Kontakt, aus den Kontakten aufnehmen. Ich habe die hier, Beispiel, die übernehme ich nach unten, bestätige dann mit OK und damit wird diese Verteilerliste hier aufgenommen. Jetzt ist wichtig, Folgendes zu wissen: Wenn ihr die E-Mail verschickt, dann sehen alle Empfänger die Personen, die in dieser Verteilerliste sind, weil es eine persönliche Verteilerliste oder persönliche Kontaktgruppe ist und dort die einzelnen Adressen aufgelöst werden beim Versand. Das Zweite, was gut ist zu wissen, ist, ihr könnt hier vorne auf das Plus-Symbol klicken und dann werdet ihr gefragt, ob ihr diese Liste erweitern wollt. Man kann die dann in dieser E-Mail nicht wieder nachher zusammenfügen, aber das braucht man auch nicht. Insofern kann man einfach mit OK bestätigen. Und jetzt seht ihr, ist jede dieser einzelnen Adressen hier mit drin und ihr könnt jetzt an diese Personen schicken oder ihr könntet zum Beispiel auch eine der Personen hier rausnehmen, weil ihr vielleicht in diesem einen Fall nicht an diese Person verschicken wollt. Und dann schreibt ihr noch einen Betreff und den Text und dann schickt ihr die E-Mail weg. Ich schließe die jetzt wieder und speichere sie nicht. Man könnte hier auch direkt auf E-Mail klicken, weil wir gerade im Kontakteordner sind. Dann wird die aktuell ausgewählte Adresse verwendet. Aber meistens ist man eben nicht in den Kontakten, wenn man eine E-Mail an die Verteilerliste schreibt. So, was passiert jetzt, wenn wir einzelne E-Mail-Adressen von Kontakten ändern, dann in unserer Verteilerliste, in unserer Kontaktgruppe? Ich mache das mal hier an einem Beispiel
Und zwar, was nehme ich denn? Ich nehme mal den Josef Meyer, dessen E-Mail-Adresse ändert sich. Ich sehe gerade, ich habe nämlich da vertippt. Also josef.meyer@xyz.de. Die wähle ich aus. So. Und dann speichere und schließe ich hier. Und wenn ich jetzt in meine Verteilerliste schaue, dann sehe ich beim Josef Meyer, hier hinten ist der Tippfehler immer noch drin. Und jetzt möchte ich gerne diese E-Mail-Adresse aktualisieren und dafür gibt es die Schaltfläche Jetzt aktualisieren. Die klicke ich an und ihr seht, hier hinten wird jetzt die E-Mail-Adresse korrigiert. Und so würde das auch bei anderen E-Mail-Adressen passieren. Wo das meiner Erfahrung nach nicht gut klappt, ist, wenn sich der Name der Person geändert hat. Also wenn jemand zum Beispiel geheiratet hat, dann muss man unter Umständen erst das Mitglied entfernen und dann das Mitglied wieder hinzufügen. Und damit hätte man denselben Effekt. Ja, das war's mit dem Erstellen einer Kontaktgruppe. Ihr habt schon gemerkt, ich tue mir immer noch schwer. Ich sage immer noch Verteilerliste. Für mich ist es im Deutschen auch eine. Aber in Outlook heißt es Kontaktgruppe. Und ich speichere die jetzt eben und bin dann fertig mit dem Erstellen bzw. Ändern der Kontaktgruppe. Vielleicht noch eine Sache zum Schluss, die wichtig ist. Wenn ihr hier neben neuer Kontakt und neue Kontaktgruppe das Feld neue Gruppe habt, das ist ganz was anderes. Hier geht es eher um eine Gruppe im Sinne einer Teams-Gruppe, also mit einer gemeinsamen Ablage, einem gemeinsamen Kalender, einer gemeinsamen E-Mail-Adresse. Es ist dann keine Verteilerliste in dem Sinn. Ja, das war es wieder für heute mit Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Ich hoffe, es war was Neues für euch dabei. Ich freue mich über eure Likes, über eure Kommentare und vor allem, wenn ihr den Kanal weiter schaut. Das war es für heute, euer Arno. Ciao.